Hi Freunde der leichten Unterhaltung, zurück zu meinem Lexikon. Falls ihr euch fragt, was für ein Drecksspatz ich wohl bin, ja, ich trage dieses T-Shirt immer noch, aber diese Lexikon-Videos habe ich jetzt in einem Stück weggedreht, weil das nicht so der hohe Aufwand ist. Deswegen, ja, keine Sorge, ich laufe nicht wochenlang mit dem gleichen T-Shirt rum. Oder mein Schrank wäre voll nur mit diesem T-Shirt jetzt. Vorneweg auch noch, ich habe ja am Anfang noch gesagt, mir fällt kein Content mehr ein, ja, für die Ameisen. Jetzt, wo ich einfach wieder angefangen habe, da kommt wieder was. Ja, also das macht mir gerade richtig Spaß und die Ideen sprudeln wirklich aus mir raus. Arbeite mit dem Lexikon. Heute Area Control. Letztes Mal Herr des Eisgartens als Worker Placement mit einem Area Control Spiel gemischt. Hier haben wir jetzt reine Vertreter des Area Control Games, ja, also Risiko immer noch hier, jetzt nur die Erweiterung, weil ich keine Lust habe, das große Brett rauszuholen. Was bedeutet Area Control? Wie der Name schon sagt, man muss ein Gebiet kontrollieren und das generiert dann Siegpunkte. Ja, in dem Fall einfach bei Herr der Ringe, das ist, wie gesagt, das ist nur die Erweiterung, darum der untere Teil. Halte ich viele Gebiete, bekomme ich mehr Ressourcen und am Ende des Spiels dann Siegpunkte. Ja, für jedes gesamte gehaltene Gebiet gibt es Siegpunkte. Hier mit Erklärung, ja, stimmt. Verstärkungen. Halte ich Gondor, also alles, was braun ist, bekomme ich am Anfang meiner Runde dann 7 Einheiten dazu. Ja, oder eben dann so oder so viel Siegpunkte am Ende des Spiels. Herr der Ringe Risiko ist es natürlich relativ einfach, dann abzusehen, wie das funktioniert. Aus dem Bereich Army Trash, Herr der Ringe Risiko an der Stelle einfach mal rausgefischt. Für den Eurogame-Bereich nichts Kompetitives, sondern Kooperatives. Jetzt ziehe ich die ganze Decke ab. Kooperatives, Spirit Island. Auch hier. Gebiete muss man kontrollieren, also nicht denken, das ist das gesamte Spielfeld. Ja, also ich werde die Spiele auch nochmal vorstellen, weil ich Lust habe, die mit anderen Leuten zu spielen und dann werde ich denen die Regeln erklären. So, wie man sieht, einzelne Gebiete, auf denen dann diese Ureinwohner entweder siedeln oder die europäischen Siedler, die dann auf diese Insel kommen und die dann, ja, ich sag mal, bevölkern wollen und dann deren Ressourcen klauen. Wir spielen dort einen Gott und müssen durch unseren Einfluss diese Gebiete halten. Also eigentlich müssen wir die Gebiete befreien, aber es ist ein Area-Control-Spiel in dem Moment, weil ich so Plättchen hier reinlege, die meinen Einfluss symbolisieren. Und ich kann nur im Bereich meines Einflusses dann diese Zauber, die göttlichen Zauber wirken. Jetzt überlege ich gerade noch Area-Control-Games, was haben wir denn da noch groß? Also, vorneweg, weder Area Control Games noch Worker Placement Spiele sind was für mich. Ich verliere die meisten. Aber gut, es macht trotzdem Spaß, ja? Ja. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Area Control Games. Jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwelche im Kopf habe. Terraforming Mars würde ich jetzt nicht dazu zählen. Das ist ein Aufbauspiel, ne? Das ist nicht. So, jetzt muss ich an der Stelle ein bisschen schneiden, weil ich überlegt habe, welche Area Control Games ich noch kenne, die man nennen könnte, die nicht nur in Fachkreisen bekannt sind, wie Aufbruch zum Roten Planeten zum Beispiel. Und ich mich dann dazu auch nochmal versprochen habe. So, an der Stelle möchte ich mich verabschieden. Area Control Games, Spiele, in denen man einfach Gebiete kontrollieren muss, wie der Name auch schon sagt. Ja, ich würde sagen, damit entlasse ich euch wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.